Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Dragos Newspart. Ja, ich habe heute Livestream wollen, aber mir geht's leider nicht so gut. Ich habe Kopfschmerzen, starke und Übelkeit. Deshalb lasse ich mal den Tag, ja, mal aus mit dem Livestream. Ich werde heute und morgen vielleicht noch ein paar Videos bringen von Conquer the World, das Medieval 2 und eventuell Path of Exile. Und morgen geht es dann weiter. Wir werden Riders of Icarus spielen, ich Schattenjäger und am Zocken. Und mit Champions of Regnum wieder beginnen. Ich werde wahrscheinlich jetzt zuerst mal ein paar Parts mit Video machen und dann Livestreamen, wenn ich dann ein paar Leute dann wieder habe, oder? Also ja. Es ist jetzt momentan wirklich leider wieder in einem Tiefpunkt. Ich habe wieder so wenig Zuschauer wie noch nie. Gestern war zwar super, aber leider, ja, es ist ein bisschen wenig jetzt los. Vor allem einfach generell auf YouTube und auf Twitch. Und ich tue einfach nicht mehr auf Twitch Livestream, nur noch auf YouTube, damit die Verzögerung auch nicht so riesig ist. Und jo. Also, über was reden wir zuerst? Über Minecraft. Ich habe ja gesagt, ich werde so schnell wie möglich einen Server machen. Ich brauche einfach ein paar Leute, die noch eventuell ein bisschen Geld geben. Ich habe jetzt momentan echt nicht so viel Geld. Damit wir einfach gerade mal einen guten Server haben mit viel RAM. Und das kostet schon 20 bis 30 Euro und das kann ich jetzt einfach nicht so gut aufbringen. Weil ich jetzt auch ein bisschen aktuellere Spiele spielen möchte und kaufen muss. Und zwar werde ich wahrscheinlich Total War Era, und nein, ich weiß jetzt genau, wie es heißt, Thrones of Britannia, glaube ich. Und dann im Juni Vampires werde ich dann livestreamen, die beiden. Und eben so Projekte wie zum Beispiel Medieval 2 und Path of Exile werde ich jetzt einfach als Video bringen, weil ich kann nicht so viel mal livestreamen oder jeden Tag mehr als 4 Stunden livestreamen, geht momentan nicht so gut. Deshalb müssen wir da einfach ein bisschen weniger machen momentan, bis es wieder besser geht. Ja, und eben, ich mache jetzt auch mehr zusammen, wenn es euch Spaß macht. Ihr dürft gerne sagen, wenn es euch halt ein bisschen stört, wenn jemand anders dabei ist. Ja, es ist zwar gut, also ich finde, die Qualität ist schon viel besser bei den zwei anderen, als zum Beispiel bei ja, den Leuten bei Minecraft, beim Server manchmal dabei waren. Es ist halt einfach so, man braucht schon ein bisschen eine gute Qualität. Sonst, ja, macht das nicht so viel Sinn. Es tut dann lieber eher die Leute dann wieder weglocken, also, ja, dass die Leute den Livestream beenden werden. Aber die zwei gehen hoffentlich in Ordnung. Also ich finde sie eigentlich auch recht gut. Man kann wirklich schön mit ihnen reden. Zwar manchmal auch ein paar komische Themen, aber das ist natürlich normal. Bei den Jugendlichen, die wollen natürlich auch ein bisschen etwas anders reden. Und ich bin ja nicht so streng. Ich will ja auch ein bisschen etwas Lustiges reden oder ja, eben die Sachen, die halt jetzt auch weniger zu bereden sind. Und jo, deshalb werde ich jetzt öfters einfach mit anderen Leuten zusammen. Und ihr dürft natürlich wählen, ob ihr jetzt auch sehen wollt oder nicht. Das kann ja wirklich sein, dass jemand irgendwie jemanden auf den Zeiger geht, stört und deshalb nicht schauen will. Am besten einfach alles sagen, was euch stört, gell? Ich werde noch bald ein bisschen Transportfieber bringen. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht ganz so gut ankommen bei mir, weil ich ja selten so Wirtschaftssimulationen spiele. Aber ich bin ja ein Fan von Transport Tycoon. Weiß ich gar nicht, wie es heißt. Wie es hieß früher. Einfach diese Transport Tycoons, oder? Und das ist eigentlich relativ cool. Transport Fever ist eigentlich das neueste und beste Spiel. Und ich werde
ja, da dort die Kampagne machen und dann einfach endlos Spiele immer wieder machen. Muss dann einfach schauen, ist es manchmal schon ein bisschen langweilig, weil die Zeit so schnell, so langsam vergeht, dass man kann nur, ja, wie soll ich sagen, dreifache Geschwindigkeit machen, nicht irgendwie fünffache oder so. Und das ist halt nicht so gut. Aber nur gut. Jo, dann Path of Exile habe ich wieder ein super Bild gemacht. Den möchte ich gerne zeigen. Einfach nicht mehr im Livestream, sondern mit Videos. Und ja, Minecraft geht natürlich so weiter. GTA Online kommt vielleicht bald wieder ein bisschen. Und wer mitmachen will, der darf gerne das auch sagen. Und ja, sonst hätten wir eigentlich alles. Das eben Champions of Ragnarok kommt noch. Ich werde dort einfach die Söten jetzt wieder mal nehmen. Und auf Valhalla wieder weiterspielen. Oder ja, ich bin ja auf Ignis in Valhalla gewesen. Also einfach weiterspielen auf Valhalla. Auch wenn weniger Leute da sind. Sonst gehe ich halt auf Ra oder auf Heaven rüber. Mal schauen. Wir werden einfach mal beginnen. Hä? Gut. Und ja, sonst ist eigentlich alles. Jo, es geht weiter so, jeden Tag 4 Livestreams, also ich bin nicht gesund. Oder ich habe gerade ein Fußballspiel oder sonst irgendwas, dann kann es halt auch nur 2 Stunden gehen. Und ja, für mich auf jeden Fall gute Besserung, vielleicht für euch auch, wenn ihr krank seid oder irgendwas habt, egal was. Und ja, ich freue mich echt, dass es wieder ein bisschen weiter nach oben geht. Weil der Kanal, der ist jetzt einfach nicht gerade so beliebt jetzt im Moment. Auch durch diese Umschwünge von YouTube. Die vielen Abo gegen Abo-Macher. Und ja, da hat mich erst gestern wieder einer mega genervt mit seinem Abo gegen Abo-Getue. Man müsste eigentlich ihm ein Hashtag 1 in die Kommentare schreiben. Und irgendwie verstehe ich den nicht. Der ist irgendwie 11 Jahre alt und relativ rund. Und sieht echt kindisch, also redet auch recht kindisch. Also der ist sicher nicht im Kopf 11 Jahre alt. Ja, oder 13 Jahre, glaube ich, aber er ist mega kindisch. Also ich weiß es nicht, die Leute machen das nur noch, damit sie einfach ein bisschen cool sind in der Jugend. Und ja, das ist natürlich nicht so gut. Ja, morgen werde ich dann auch einen Fußball kaufen. Ich werde ja, noch Kleider kaufen, ich muss Schuhe wieder haben und dann werde ich auch wieder das Umweltschutz-Abonnement holen. Das ist einfach so ein Abonnement, dass man kostenlos Zug fahren kann und Postauto in der Region Basel und Solothurn, Aarau und so. Und deshalb muss ich das schon haben, damit ich natürlich auch zu einem Club kann, dass ich auch wieder ein bisschen fitter werde. Aber ich bin jetzt momentan wirklich extrem kräftig geworden. Und dadurch habe ich auch, ja, wieder ein bisschen mehr Krämpfe und alles. Also ich fühle mich nicht ganz so gut. Es ist einfach momentan halt mit den Kopfschmerzen und mit der Übelkeit ein bisschen schlimm. Ich habe auch niedrigen Blutdruck und scheinbar ein bisschen Fieber. Und deshalb möchte ich jetzt lieber kurz noch ein bisschen weniger machen. Also mache ich heute einfach ein paar Aufnahmeparts, also einfach Video. Und dann geht's hoffentlich morgen dann wieder weiter. Hä? Gut. Ah ja, noch etwas. Ich habe ja geplant, dass ich dann wieder ein bisschen PlayStation 1 und PlayStation 2 Spiele bei Emulator Videos mache darüber. Oder Livestreame. Ihr dürft gerne mal schreiben, welches PlayStation 2 Game oder PlayStation 1 Game ihr gerne sehen wollt. Außer Counter Dark Legacy und Vagrant Story. Dann werde ich die mal spielen, hä? Und dann einfach mal schauen. So, leider keine Schaufel mehr, aber okay. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und gute Besserung oder viel Spaß mit anderen Games und wir sehen uns dann eben wieder, wenn ihr Lust habt, mich auch zu sehen natürlich. Schaut wieder zu Livestreams und Videos, damit es mir wieder ein bisschen besser geht. Und ja, ich werde natürlich wieder viele tolle Sachen machen, also es geht fleißig weiter. Bis dann, tschüss!